Frankreich will die umstrittene Rentenreform ohne eine Abstimmung im Parlament durchsetzen. Das erklärte der französische Ministerpräsident Édouard Philippe am Samstag. Diese nur selten genutzte Verfassungsklausel erlaubt der Regierung, das Parlament umgehen zu können und per Dekret zu handeln. Mit der Genehmigung des Ministerrats vom 29. Februar habe ich beschlossen, die Regierungsverantwortung für den Gesetzentwurf zur Einführung eines universellen Rentensystems zu übernehmen. Nicht um die Diskussionen zu beenden, sondern um dieser Episode des Nichtdiskutierens ein Ende zu setzen. Über die umstrittene Rentenreform wird seit mehr als 10 Tagen in der Nationalversammlung diskutiert. Mit der Änderung soll das komplette Rentensystem in Frankreich vereinfacht werden. Sollte die Opposition kein Misstrauensvotum einlegen, gilt die Reform automatisch als angenommen. Die Erneuerung des Rentensystems hatte in Frankreich zu massiven Streiks geführt.